Von Freitag bis Sonntagabend fand der Balzner Jahrmarkt im Dorfzentrum Balzers statt. Auch an der 26. Ausführung des Balzner Jahrmarkts erfreuten sich Balzner und Gäste an den unzähligen Ständen, Bahnen und weiterer Attraktionen. Die Veranstalter von Balzers aktiv haben sich wieder einiges einfallen lassen, wobei Bahnen und Vereine wieder das Zentrum des Marktes bildeten. Ein absolutes Highlight war für viele die Bahn der Börner. Bei einem wilden Flug auf 27 Meter Höhe sorgte die Riesendrehscheibe für einen hohen Adrenalinspiegel und damit auch für viele Überkopfaktionen. Wem das zu viel war, der konnte sich auch mit ruhigeren Bahnen vergnügen. Für Spiel und Spaß sorgte das Dosenwerfen, Schießstände und Co. Wer jedoch mehr in Shoppinglaune war, der konnte sich mit Halstüchern und anderen Accessoires eindecken. Für Kinder gab es wie immer ein ausreichendes Angebot an Spielzeugständen, Bahnen und Süßigkeiten. Wie immer stand auch dieses Jahr das gemütliche Zusammensein und der Treffpunkt im Balzner Dorfzentrum im Vordergrund. Auch hier durfte ein feines Bierchen oder eine Bratwurst nicht fehlen. Musik.